Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge nicht, aber beim letzten Tag, wo ich aufgenommen habe, konnten wir ja leider nicht mit Stitch mit weitermachen. Und ich sehe gerade oben steht jetzt Sprich mit Stitch. Das heißt, er kommt auch schon hochgelaufen, sehe ich. Ja, Scar, ich weiß, dich müssen wir leider auch noch machen. Er kommt hochgelaufen. Ach, da hinten steht er. Hallo, Stitchilein. Ja, hallo. Das Konzert steht bald an. Seid ihr bereit? Ja, wir sind bereit. Danach ganz viel Kokosnüssen essen, Kokoskuchen essen und Kaffee trinken. Stitch, Was für sehr, ein sehr Zufall. bereit. Genau dich wollte ich Das wird sprechen. toll. Ja. Konzert schon sehr bald. Band muss Namen haben. Wie soll Stitch Band heißen? Bösometerbuben? Zum Zerstören gebaut hört sich auch gut an, aber Ohana ist natürlich auch nicht schlecht. Ja. Also da Christoph ja mitspielt, würde ich mal sagen, Ohana. Ohana, ja, ist guter Name. Ohana bedeutet, alle halten zusammen oder niemand wird vergessen. Also Ohana ist eigentlich Familie, aber okay. Ich werde bei Hier Dagobert Duck die drüben, wenn Anlage du so holen und sie am freundlich schillernden Strand für euch wärst. installieren. Wiedersehen, Wiedersehen. Aloha. Ja, bis später. Da fällt mir ein, ich war heute auch tatsächlich noch gar nicht bei Dagobert. Oh, was ist das denn? Was Einen zur schönen Tag Hölle? noch. Das soll von Ariel sein? Ja, Hey, das muss ich hast du eine mitnehmen, Mino bevor ich das geteilt? vergesse. Und das hier sieht auch sehr geil aus. Also, es Solche tut mir Grüße, leid. Nachbar. Oh, Aber ich muss dann doch noch mal auf ganz kurz Wiedersehen und bis gucken. bald. Handschuhe, ich meine den ganzen Kram. Also, hier solche Sachen zum Beispiel, das habe ich schon gekauft. Hallo. Ich habe solche Füße gekauft und trotzdem kann ich sie noch mal holen. Also ich glaube nicht, Hey. dass ich die jetzt in verschiedenen Farben habe. Warte, Sei Dagobert, mit dir gegrüßt, muss ich reden. Nachbar. Welch ein Glück! Das ganze Dorf kommt zu diesem Konzert, Gameplayerin. Ich sage ja immer, dass es viel Geld in der Unterhaltung gibt. Ich habe die Tonanlage für dich aus dem Lager geholt. Ich hoffe, diese Jungs sind bereit, eine Show zu bieten. Willst du meinen Rat, wo man das machen könnte? Der schillernde Strand wäre ein guter Ort. Ja, habe ich schon gesagt. Auf Wiedersehen und bis Ja, bald. jo, bis bald. Aber ich muss vorher noch mal kurz was Hallo. holen. Die sieht nämlich nicht schlecht aus. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Einen schönen Tag Besteck. noch. Also es tut mir wirklich Auf leid, aber Wiedersehen ich habe und es bis bald. tatsächlich. Was ist das denn? Hallo. Von Wolli. Hallo. Okay. Ich habe es tatsächlich noch Einen nicht schönen Tag geschafft, noch. hier reinzugehen vorher. Auf Und Wiedersehen und bis ich bald. kenne mich. Ich vergesse sonst, dass Hallo. ich Oh. nochmal hier reingehe und dann muss ich doch ganz schnell zur Schule und schnell, schnell und dann habe Einen ich schönen keine Tag Zeit noch. mehr und dann hole ich mir die Sachen alle nicht mehr. Auf Deswegen Wiedersehen und muss ich bis das jetzt bald. mal. Oh, was ist das denn? Mal Sei eben nebenbei gegrüßt, machen. Nachbar. Ach, das ist von der Monster AG. Ja, und die Sachen, die nehme ich ja auch immer Einen gerne schönen mit. Tag noch. Auf Wiedersehen und bis bald. Ja, bis bald. Jetzt aber wirklich. So. Wir kommen hier schon wieder nicht raus jetzt. So, stell die Tonanlage am Strand auf. Jetzt ist die Frage, aber ich gehe mal davon aus, dass die nur kurz. Oh, da ist noch was. Dass sie nur kurzfristig da ist, ne? Dann ist es ja eigentlich egal, wo ich sie jetzt tatsächlich hinstelle am Strand. Stitch? Er bleibt oben. Na gut, okay. Normalerweise würde ich sagen, hier können sich die Leute hinsetzen. Hier könnte man auch Musik machen. Vajana wird sich freuen. Was ist das für ein Krach direkt bei mir in der Nähe? ich nehme nochmal schnell hier die Steine mit. Ich gucke hier wirklich. Ich muss das hier mal ein bisschen freier machen. Oder wir könnten das nämlich hier hinstellen, weil hier wäre. Ich weiß ja nicht, wie groß das ist. Wir gucken einfach mal. Gegenstand drehen rechts. Ist aber doof, dass das so schräg ist.
Wir machen es mal hier hin. Keine Ahnung. Es ist natürlich sehr blöd, dass das so schräg ist und dass man es nicht vernünftig hinstellen kann. Aber ich denke mal, das hält eh nicht lange. So, dann müssen wir mal gucken. Ah, nee, das war dieses komische, genau. Das ist doch geil, ich hab keine Ahnung. Ach, der hat seine Gitarre im Mund. Oder, naja, ist das eine, doch, es ist eine Gitarre, oder? Das sieht ja mal geil aus. Das nehmen wir doch. Die Frage ist, macht er noch was anderes oder bleibt er jetzt so? Nee, eigentlich macht er nichts anderes. Okay, dann würde ich sagen, ja, das können wir jetzt mal vergessen hier. Ich habe nämlich jetzt eben nicht drauf geachtet, ob ich jetzt die Augen zu hatte oder nicht. Deswegen habe ich jetzt noch mal eins zusätzlich gemacht. Ja, danke schön, dass ihr alle da wart. Schnell noch einen Screenshot gemacht. Die meisten sind schon wieder weg. Hey, hallo, Stitch. Nein, böser Stitch, bleib stehen. Miki, geh mir aus dem Weg. Christoph auch. Ich muss geh mir aus dem Weg, Christoph. Ey, Alter. Mann. Ich muss mit Stitch reden. Bleib doch mal hier. Bleib stehen. Hab dich. Hallo. Ha. Alle gekommen, um Stitch musizieren zu sehen. Mocheba. Sehr froh. Du klangst großartig. Taka, Gameplayerin. Dorf ist wie Ohana. Als Stitch allein im Raumschiff war, war allein und vergessen. Aha. Aber jetzt nicht mehr allein und vergessen. Mhm. Gibt hier zwar Nachtdornen und vergessen, aber Tal trotzdem schön. Ja, trotzdem schön. Danke, Gameplayerin. Danke, dass du hier im Tal bist, Stitch. Ah, Stitch etwas getan und Gameplayerin. Du Gaba gesagt. Danke. Kaputtes. Psst, Disney, kaputt wird mit Doppel-T geschrieben. Ach so, Moment. Kaputtes Raumschiff zu Dagibert gebracht und er zu Reparatur geschickt. Also entweder ist das ein Rechtschreibfehler oder er soll so reden. Ich habe keine Ahnung. Hey, Garda. Raumschiff, nicht fliegen. Ist okay. Keine Sorge, Stitch. Es ist ein bisschen kaputt, aber das wird schon wieder. Du bist sehr schlau. Ich weiß. Wo ist Donald? Stitch möchte seinen Stand auf dem Bösometer sehen. Oh, war das jetzt süß, Stitch. Oh, ich glaube, das war auch... War das seine letzte? Moment, da müssen wir jetzt nochmal kurz gucken. Ja, das war seine letzte Aufgabe. Wie, haben wir jetzt eben was bekommen? Ich habe ehrlich gesagt gar nicht drauf geachtet. Oder hatten wir schon was? Ach, wir hatten, glaube ich, schon was bekommen, oder? Das kann auch sein. Ja, jetzt habe ich aber das Problem. Was habe ich noch nicht zu Ende gelevelt? Wo ist denn der jetzt aktuell? Sonst könnte ich das vielleicht mal kurz offline machen. Und dann, ja, er ist bei Level 8. Doch, das müsste aber eigentlich reichen. Ja, ich würde sagen, dass ich dann mal eben Bass suchen werde, ihn offline noch ein bisschen leveln werde, indem ich meine Kürbisse ernte. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Für euch ist das nur ein kleiner Sprung. Und ja, da bin ich auch schon wieder. Aber wie ihr seht, leider, leider war mein Kürbisfeld nicht mehr gegossen und scheinbar hat das auch den Regen irgendwie nicht vertragen. Also war zwischendurch zweimal Regen, aber naja, es ist wohl nicht bewässert worden. Vielleicht war ein Bug drin, ich habe keine Ahnung. Dann würde ich sagen, dass wir etwas ausweichen und zwar haben wir, soweit ich weiß, noch eine Quest mit Mini. Die ist hier oben. Ich hoffe zumindest, dass wir die noch haben. Moment, ich schau mal eben nach. Ja, doch, die haben wir noch. Dann würde ich sagen, die sind normalerweise ja immer relativ schnell zu Ende, dass wir die dann jetzt noch dazwischen schieben. Mini! Hallo! Ich bin so froh, dass du hier bist, Gameplayerin. Ich habe eine interessante Entdeckung gemacht. Seit ich hier bin, zieht es mich immer wieder in denselben Teil des Dorfes, die friedliche Wiese. Ich habe das Gefühl, dass dort etwas nach mir ruft. Könntest du mir helfen, es herauszufinden? Das ist großartig. Natürlich helfe ich dir. Danke. Diese Wiese macht mich glücklich. Sie fühlt sich vertraut an.
Besonders in der Nähe des Teiches. Komm mit, ich zeige es dir. Okay. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Ja, das will ich doch hoffen, wenn du mir was zeigen willst. In der Nähe vom Teich. Das heißt, wir müssen erstmal nach unten gehen. Ich treffe dich dann da, Mini. Ich bin schneller. Oder meint sie den kleinen Teich? Nein, natürlich meint sie den kleinen, diesen mini-kleinen Teich da hinten und nicht den Teich hier unten auf der Wiese. Oh. Eine Angel. Dieser Ort kommt mir bekannt vor. Gameplayerin, siehst du dieses seltsame Ding? Es flackert in die Realität hinein und wieder heraus, genauso wie du es getan hast. Sah ich etwa so aus? Ach du meine Güte. Wie hast du mich zurückgeholt? Mit einem Gerät namens Dreamlight-Verstärker. Wie interessant. Lass uns Mickey danach fragen. Ja, der ist mir heute auch schon über den Weg gelaufen. Moment, ich muss mal eben schauen, der ist hier oben. Der ist in seinem Häuschen, so wie es aussieht. Wir gehen jetzt aber mal rechts rum, ist ja nicht schlimm. So, oh, da ist aber so viel Zeugs vor. Das müssen wir hier mal kurz ein bisschen wegmachen. Och, jetzt geh doch mal da rein. So. Hast du mal kurz Zeit? Hast du mal kurz Zeit, das ist die Frage. Ach, du doch nicht. Geh doch weg. Ich will mit ihm reden. Oh, ich freue mich so, dich zu sehen. Mickey, wir haben eine schwimmende, glitzernde Angel gefunden. Glitzern? Hä? So sah Mini aus, als sie verirrt war. Oh je, wie kann ich helfen? Können wir den Dreamlight-Verstärker ausleihen? Natürlich. Hier, nimm ihn. Bis ganz bald. Ja. Gib dir die Sachen gleich wieder zurück. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind hier oben. Wir müssen wieder runter. Geh doch mal aus dem Weg, bitte. Danke. Ich muss hier eine heldenhafte Aufgabe... Ach nee, Moment, das war hier. Heldenhafte Aufgabe machen. Achso, aufheben. Interagiere mit der glitzernden Angelrute. Wie soll ich denn mit der interagieren? Achso, jetzt... Oh, sag mal, Bass, ey, ganz ehrlich. Dich kann ich gerade nicht leveln. Beziehungsweise, du sollst nebenbei was leveln, wenn ich jetzt hier was mit ihr mache, Mann. Gameplayerin, ich erinnere mich an etwas. Ich erinnere mich daran, dass ich hier mit Goofy geangelt habe. Es war wichtig, dann gingen wir zum Strand. Oh, der Rest ist schwammig. Vielleicht hilft mir etwas am Strand, mich zu erinnern. Lass uns nachsehen. Okay, dann gehen wir nochmal zum Strand runter. Aber da hinten leuchtet was. Wo kommst du denn schon wieder her? Und was bist du? Eine Erinnerung für 20 Dollar. Das ist immer gut. Aber wenn wir gerade schon mal hier sind, nehme ich natürlich auch eben die Kaffeebohnen mit. Ja, ihr habt richtig gesehen, es gibt mittlerweile 3 Stück davon, von den Kaffeebäumchen. Finde am Strand. Ah. Das ging schnell. Das ist Donalds Hut. Ja, ich erinnere mich an Donald. Donald Duck. Ich habe für ihn Fische gefangen. Er war im Begriff, auf eine gefährliche Mission zu gehen. Also habe ich ihm Essen eingepackt. Ich habe Donald im Wald gefunden. Der Wald? Ich erinnere mich daran. Ich bin Donald gefolgt, um ihnen das Essen für seine Reise zu geben. Aber während ich ihm folgte, ist etwas mit mir passiert. Können wir in den Wald gehen? Das ist das Letzte, woran ich mich erinnere. Klar. Wir porten allerdings lieber dahin. Es geht nämlich schneller. So, sie ist ihm gefolgt. Das heißt, ich wollte gerade sagen, das heißt, das war in die Richtung und da ist er auch schon. Also, er ist gut. Donald ist natürlich nicht da. Nein. Ich erinnere mich jetzt. Donald wollte das Vergessen bekämpfen. Ich bin gerannt und habe versucht, dem Proviant zu geben. Doch dann erfasste mich ein Windstoß und wirbelte mich herum. Dann war ich nicht mehr im Wald und es gab keine Farben mehr. Ich war allein. Für eine lange Zeit. Es war so einfach. Ich vermisse
Mickey. Ha, ich erinnere mich an Mickey. Er ist der, den ich liebe. Wie konnte ich das vergessen? Mein armer, süßer Mickey. Ich muss ihn finden. Ja, den finden wir schnell, weil der ist, glaube ich... Oder? Nee, Moment, der ist gar nicht beim Essen. Nee, der ist im Haus, genau. So. Ich muss aber mal ganz kurz die Holzstücke hier einsammeln. Weil davon brauche ich nämlich ganz, ganz viele. Und dann können die in der Zwischenzeit nämlich wieder spawnen. Mickey! Achso, ich soll euch wahrscheinlich nur zuhören, ne? Mickey! Mickey! Minnie! Was ist mit dir? Geht es dir nicht gut? Mir geht es wunderbar. Ich erinnere mich an alles. Ich erinnere mich an dich. Wirklich? Ja, du erinnerst dich. Haha! Ich wusste, du würdest dich erinnern. Aber Minnie, warum weinst du? Oh, Mickey, es tut mir so leid. Ich hatte vergessen, dass ich dich liebe. Ach, Minnie, es muss dir nicht leid tun. Es ist nicht deine Schuld. Du hast es nicht vergessen. Nicht wirklich. Nicht in deinem Herzen. Wir vergessen nie wirklich die Erinnerungen, die wir in unseren Herzen tragen. Du hast völlig recht. Oh, Mickey, ich liebe dich. Und ich möchte sicher gehen, dass ich das in meinem Herzen und in meinem Kopf immer in Erinnerung behalte. Wir müssen unsere Erinnerungen vor dem Vergessen beschützen. Ja, und wir reden nochmal mit ihm. Möchtest du... Achso, ja, klar, das möchten wir natürlich weitergeben. Oh, ich freue mich so, dich zu sehen. Gimplerin, meine Liebste ist zurück. Und sie hat mir erzählt, dass du ihr dabei geholfen hast, sich zu erinnern. Ich kann dir nicht genug danken. Hier ist der Dreamlight-Verstärker. Bewahre ihn gut auf für den Fall, dass wir ihn erneut brauchen. Ich habe das Gefühl, dass wir ihn wieder brauchen werden. Ich werde gut auf ihn aufpassen. Bis bald. Juhu, bis bald. Oh, hallo. Ich kann nicht glauben, dass ich meinen geliebten, süßen Mickey vergessen habe. Er versuchte immer fröhlich zu sein, aber ich weiß, dass es ihn sehr traurig gemacht hat. Ich könnte es in seinem Gesicht sehen und auch, wenn er versuchte, es zu verbergen. Danke, dass du mir geholfen hast, mich zu erinnern. Ich bin so... Na, wer sagt's denn? Ja, das heißt, dass sie jetzt keine neue Quest für mich hat. Sehr schön. Warum jetzt? Sondern ich muss sie erst aufleveln. Also ich finde es schön, weil ich sie vielleicht mit ein bisschen Glück direkt auf Level 10 hochleveln kann. Ich weiß es ja nicht. So, Erntefrüchte, das können wir auch direkt mal reinmachen. Gut, dann... Ursula müsste ich nochmal versuchen, etwas mehr aufzuleveln. Das war jetzt natürlich doof, dass ich jetzt rausgegangen bin. Was braucht sie denn heute? Soufflé, lilafarbenes Sumpfmilchkraut. Und den Rest kann ich mir sonst eh nicht merken. Soufflé und lilafarbenes Sumpfmilchkraut. Das holen wir doch mal. Soufflé und lilafarbenes Sumpfmilchkraut. Lilafarbenes Sumpfmilchkraut. Und ein Soufflé, Soufflé. Lilafarbenes Sumpfmilchkraut. Und ein Soufflé. Da ist es. Oh, viele haben aber nicht davon. Aber gut, ich meine, ne? Ich muss auf jeden Fall nochmal definitiv dazu kommen, welche zu farmen. So, ein Soufflé. Die Frage ist jetzt, worunter zählt das? Hier, da ist es doch schon. Ein Soufflé, bitteschön. Und eine Erinnerung. Ich muss ja sowieso mal kurz gucken, was das andere war. Dann können wir auch direkt die Erinnerung mal eben aufheben.
die uns wieder nichts gebracht hat. Okay, dann halt nicht. Also, das dritte war Gazpacho. Gazpacho, das ist direkt hier oben, sehr schön. Okay, bereite zu, haben wir auch, sehr schön. Dann können wir uns jetzt nochmal ganz schnell aufmachen zu Ursula. Weil eine neue Quest möchte ich ehrlich gesagt jetzt nicht beginnen. Ursula, alte Meereshexe, wo bist du schon wieder? Ach, ich liebe es, wenn sie dann wieder nirgendwo auffindbar ist. Moment, nee, hier oben ist sie auch nicht. Hier drin kann sie doch nicht sein. Sie braucht ja Wasser. Wahrscheinlich wieder gerade in dem Moment am Porten, wo ich sie gesucht habe. Gehen wir nochmal raus. Und nochmal rein. Da ist nur Stitch. Das gibt's doch nicht. Ach, da oben ist sie jetzt. Okay. Bleib bloß hier, Ursula. Mach mir keine Schande. Muss ich aber mal ganz schnell aufheben. Ursula, bleib da. So. Ne, ich will nichts. Ah, da bist du ja. Okay. Du scheinst wirklich in Gedanken versunken zu sein. Ich war so nah dran, Herrscherin, über den ganzen Ozean zu werden. Ich hatte den Dreizack in der Hand und die Krone auf dem Kopf. Oh. Kannst du dir die Macht vorstellen? Ich will diese Art von Macht nicht. Du belügst dich selbst, Schätzchen. Die Herrschaft über die sieben Meere. Oh. Wenn du diese Macht einmal erlebt hättest, würdest du dich genauso danach sehnen wie ich. Niemals. Oh, bist du dir da so sicher? Ich schätze, wir werden einfach abwarten müssen. Danke sehr. Nein, bleib stehen. Und jetzt hallo. Hinfort mit dir. Blöde Kuh, oh, bleib stehen. Du bist es. Hervorragend. Ich hab doch noch was für dich. So. Jetzt hätte ich hier fast aus Versehen das Gewürz gegeben. Nein, ich lass uns dein Haus ansehen. Ich hab noch was für dich. So. Die beiden Sachen waren das, genau. Ja, das wird aber nicht reichen, um sie wirklich hochzubringen. So. Und das Letzte. Tada! Ja, das heißt, wir kommen definitiv mit ihr noch nicht weiter. Ich habe jetzt auch nichts, obwohl, naja, das würde ihr vielleicht... Oh, willst du mich... Ursula, du gehst mir so auf den Senkel, ganz ehrlich. Du kannst doch nicht einfach abhauen. Ja, wo ist sie jetzt schon wieder hin? Ach, da. Du bist hier, endlich. Ja, ich war ja auch gerade nur schon da. So, Krapfen weiß ich, dass du das auch magst, aber das, nee, das hilft ihr offenbar nicht allzu sehr. Habe ich noch irgendwas, was ich so entbehren könnte? Eigentlich nicht, ne? Ich brauche die Dinger oben, brauche ich auf jeden Fall noch. Ja, schade. Dann bekomme ich das jetzt so erstmal nicht mehr hin. Sind wir uns einig? Dann schaue ich mal, ob ich eventuell offline noch ein bisschen was herstellen kann, was ich ihr dann geben kann, damit sie das essen kann. Und dann würde ich sagen... Das sah jetzt etwas blöd aus. Dann würde ich sagen, geht's noch, dass ich hier immer unter dem Wasserfall herschaue, dass ich hier erstmal die Folge beende und dass wir dann den Rest in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like und du darfst mich natürlich auch gerne abonnieren, wenn du mehr sehen möchtest.